Einen wunderschönen guten Abend, meine Thai-Fans und meine Freunde aus Thailand und meine Abonnenten. Ja, es gibt immer das große Reden mit dem Visum mit den 60 Tagen. Ja. Viele denken, das am ersten freigegeben. Nein, ist das nicht. Ja, das Außenministerium hat am Mittwoch, der 29. Mai, eine Liste rausgebracht. Die Länder für 60 Tage frei sind, aber nicht freigegeben worden, sind noch nicht. Ja, ja, viele reden in YouTube, aber viele wissen nicht. Befreiung von Visumpflicht, die 60 Tage sind 93 Länder, kriegen es. Aber es ist aber noch nicht ganz raus. Laut nach dem Government vom Publik, Relation Department PRC werden Änderungen voraussichtlich Ende Juni oder Anfang Juli 2024 bekannt gegeben. Ja, und das ist das noch nicht. Das kann man ja auch nachlesen. Und nirgendwo in der Botschaft steht das schon drin, dass die 60 Tage gibt. Gar nichts. Tja, du kannst 30 Tage bekommen und 30 Tage hast einen Anspruch auf eine Verlängerung bei Immigration einen Antrag zu stellen. Das kannst du machen, aber soweit ist das noch nicht bekannt gegeben. Ich habe bei der Botschaft nachgelesen, so wegen die 60 Tage, nichts. Und jetzt bin ich auf die Ministeriumseite gegangen und so. Da steht das nicht ab 1. Juli. Wird Ende Juni oder, wie ich das gesagt habe, wann das bekannt gegeben ist. Ja, das ist noch nichts, was fest ist. Das muss erstmal noch mal durch. Ja, das ist das. Deutschland ist auch drin. Und das sind auch ein paar andere Länder. Aber du kannst das auch noch nicht mal in deutschen Botschaft lesen, wegen die 60 Tage. Tja, das ist das. Falsche Information in YouTube, wie man das so gibt. Und das ist das Problem. Weil sie alles lesen und nicht richtig verstehen und die wissen gar nicht, wie Thailand ist. Bevor ich was die Zeitung glaubt, dann lese ich das mal an andere und nicht was die Zeitung schreibt. Die Zeitung und Fernsehen, das sind die großen Propaganda, was es gibt. Ja, meine Leute, das war der kürzeste News. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Euer Sigi aus Thailand.